Hallo liebe Freunde auf YouTube, mein Name ist Dominik, ich bin Rechtsanwalt und in diesem Video möchte ich euch mal vorrechnen, wie das eigentlich funktionieren kann, dass manche Großkanzleien Berufseinsteigern bis zu 140.000 Euro im allerersten Berufsjahr bezahlen, also ohne jegliche Berufserfahrung. Wie das funktionieren kann, ihr erfahrt es im Video. Viel Spaß dabei! Ja, Großkanzleianwalt ist der Traum vieler Jurastudenten, nicht zuletzt, weil man da unfassbar viel Geld verdienen kann. Wer ein bisschen im Internet recherchiert, was man so als Berufseinsteiger verdienen kann, der wird relativ schnell auf horrende Zahlen kommen. Also 100.000 Euro sind fast schon so ein Praktikantenlohn. Es gibt Großkanzleien, die zahlen mittlerweile bis zu 140.000 Euro im allerersten Berufsjahr. Und das ist schon echt krass. Wie kann das eigentlich funktionieren? Ich sag's euch, es geht nur, weil ihr da extrem viel arbeiten müsst. Ich habe ein paar Freunde, die in der Großkanzlei gearbeitet haben oder noch arbeiten und die haben brutale Arbeitszeiten, teilweise von morgens bis abends, auch am Wochenende. Ich sage mal, die arbeiten teilweise bis zu 100 Stunden pro Woche. Das schaffen vier Lehrer nicht mal zusammen. Und es ist auch tatsächlich, wenn man so Anwälte sich anschaut, die das schon länger machen, die dann auch verheiratet sind, Kinder haben, viele von denen lassen sich wieder scheiden, müssen sich wieder scheiden lassen, weil die Frau sagt, ja, wenn du nie da bist, dann nehme ich mir in der Zwischenzeit lieber vier Lehrer, da habe ich mehr davon. Aber es ist wirklich so, ihr müsst unfassbar viel arbeiten. Warum? Weil ihr müsst ja euer eigenes Gehalt rechtfertigen und ihr müsst für die Kanzlei noch Geld verdienen. Ich rechne es euch mal vor. Ich würde mal sagen, so ein Mittelsatz an abrechenbaren Stunden, die so ein Associate, ein angestellter Anwalt in der Großkanzlei verdienen muss, sind so 1500 Stunden. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, einen Stundenlohn habt von 300 Euro, die dem Mandanten in Rechnung gestellt werden, dann kommt ihr auf einen Umsatz pro Jahr von 450.000 Euro. Das muss man erstmal erreichen, aber wenn das erreicht, deswegen ist der Druck so hoch, aber wenn man es erreicht hat, bleiben natürlich 310.000 Euro für die Kanzlei übrig. Es ist also ein Business Case für die Kanzlei. Die machen das nicht, weil die so nett sind, weil sie sagen, Mensch, wir finden dich total sympathisch, du kriegst von uns jetzt 140.000 Euro, sondern die machen das, weil sie genau wissen, sie können damit, mit dieser Leistung, können sie am Ende auch Geld verdienen und können andere Kosten decken, Sekretärin bezahlen, die Büros in der teuren Adresse und so weiter. Deswegen machen die das. Es ist kein Gutmenschentum. Darüber muss man sich im Klaren sein. Es ist trotzdem, denke ich, ein toller Weg, um Dinge kennenzulernen, um Sachen zu sehen. Nichts, was man im Leben macht, ist umsonst. Und wenn man sagt, ich will mir das in der Großkanzlei anschauen, dann würde ich das, ich würde es jedem empfehlen, auch das im Referendariat sich mal anzugucken oder vielleicht auch mal ein Praktikum zu machen, damit man sieht, wie die ticken. Denn für den einen oder anderen ist es wirklich genau das Richtige. Ich habe ein, zwei Freunde, die wollten immer zur Großkanzlei, die sind bei der Großkanzlei und die werden da auch bleiben. Ich habe andere, die waren bei der Großkanzlei und haben irgendwann festgestellt, mir ist es zu krass, zu viel Druck, zu viel Arbeit. Ich will nicht jedes Wochenende arbeiten und ich will nicht jeden Abend um 12 Uhr aus dem Büro kommen, deswegen mache ich was anderes. Ihr wisst, ich bin hier unterwegs, um eher den Berufsweg jenseits der Großkanzlei und jenseits der Karriere als Richter oder Staatsanwalt zu zeigen, sondern zu zeigen, man kann auch erfolgreich sein in einer kleinen Kanzlei oder sogar als selbstständiger Anwalt. Und das ist ein toller Bereich, man ist selbstbestimmt, man kommt natürlich, man bekommt nicht 140.000 Euro im ersten Jahr, beziehungsweise man kann es schaffen, wenn man die Mandanten hat, aber das Geld kommt nicht einfach so in den Briefkasten gesegelt, sondern man muss dafür arbeiten. Aber ich halte es trotzdem für richtig und wichtig, sich die Sachen anzugucken, um dann selbst zu entscheiden, was man eigentlich machen möchte. Wenn man so ein bisschen damit liebäugelt, vielleicht irgendwann selbstständig zu arbeiten, bringt es zwei Probleme mit sich, wenn man aus der Großkanzlei wechselt. Das eine ist, man wird keinen Mandanten mitnehmen können, weil die Mandanten gehen nicht zu einer Großkanzlei, um dann mit dem einzelnen Associate zusammenzuarbeiten, sondern die wollen den großen Namen über dem Gutachten. Damit später, wenn die Investoren sagen, ja, wer hat das gesagt, dann sagen die, ja hier, wir haben hier eine Top-Kanzlei gefragt, die hat einen großen Namen und die haben auch Büros in Amerika, die bezahlen da auch die Brand. Der zweite Punkt ist, man arbeitet sehr, sehr spezialisiert. Ich habe einen sehr guten Bekannten, der hat Litigation gemacht, also Prozessführung, aber hat halt da nur so super spezielle prozessuale Themen aufgearbeitet in Form von Gutachten, hat jetzt aber nie so den strategischen Überblick oder hat nie strategische Entscheidungen treffen können, sondern es war halt, man ist da hochspezialisierter Arbeiter in einem großen Team. Wie gesagt, schaut es euch an. Ich kann immer nur empfehlen, man kann nur dann entscheiden, ob man etwas nicht machen möchte, wenn man es mal gesehen hat. Denn sonst trägt man es immer mit sich rum und sagt, ach, hätte ich doch mal. Deswegen schaut euch alles an und entscheidet dann. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir ein Abonnement da lasst und immer auf dem Laufenden bleibt, wenn ein neues Video online geht. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende. Bis bald, euer Dominik.